Herzlich willkommen zurück zum Mario Kart 8 Deluxe, meine lieben Freunde. In den letzten Bewegungen wägen wir uns hier Richtung der letzten Wettbewerbspass. Letztes Mal habe ich hier bei den Items Furios eingestellt. Und wie ich angekündigt habe, werde ich es diesmal mit Dezent probieren. Weitere Sachen werde ich hier nicht verändern, sondern es erstmal dabei belassen. Und ihr merkt, dass ich gerade versuche, den Teammodus so ein bisschen zu vermeiden. Was auch daran liegt, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass ich mit Friendly Fire absolut abgegangen bin. Und tatsächlich wusste ich nicht, dass Friendly Fire überhaupt möglich ist. Da habe ich nachgeschaut und gesagt, nee, darauf habe ich keinen Bock mehr. Weil dann im Fahrtmodus die ganze Zeit zu erkennen, ob es jetzt ein Teammitglied von mir ist oder nicht. Ich nehme einfach an, dass das Spiel das automatisch macht. Wenn es ein Teammitglied von mir ist, nimmt der Schaden. Nimmt er keinen Schaden. Wenn er kein Teammitglied von mir ist, nimmt er Schaden. Aber dass ich dann immer darauf achten muss, was da jetzt ist und... Oh, nee, das ist mir zu kompliziert. Von daher werde ich jetzt einfach nur noch jeder gegen jeden, wenn ich einfach jeden eine reinhauen kann, der sich mir in den Weg stellt. Das erscheint mir wesentlich diplomatischer und einfacher. Gut. Ich möchte heute natürlich über eines der Themen reden, die sehr viele Leute nachdenklich gemacht hat. Nämlich, was ist mit Mario Kart 9? Wird Mario Kart 9 überhaupt für die Nintendo Switch erscheinen? Wird es Mario Kart 9 heißen? Und wenn ja, welche Richtung wird es dann gehen? Was wird es beibehalten? Was wird es ersetzen? Also vielleicht zunächst mal die erste Frage. Wird es Mario Kart 9 heißen? Und warum ich diese Frage stelle, ist, weil Nintendo scheinbar die Microsoft-Route zu gehen scheint. Ja, ich weiß nicht, ob sie den gleichen PR-Berater haben, aber ewig lang hat man die Mario Karts nach allem Möglichen benannt, nach ihrer Konsole, nach einem speziellen Namen und nicht nach Nummern. Erst als sie die 7 erreicht haben, gaben sie plötzlich so, ah ja, das ist übrigens Mario Kart 7. Ähnlich wie bei Windows. Da hat man zwar allerdings schon am Anfang seine Windows-Programme benannt, das wird aber Übergang zu 95, 98, XP, Vista und so. Und dann plötzlich so, ah, das ist Windows 7. Okay. Und bei Mario Kart war das Gleiche, plötzlich, ja, das ist Mario Kart 7. Okay. Gut, ihr seid der Boss. Und es haben einige damit begonnen, dass 7 einfach eine sehr... Ja, es ist eine sehr markante Zahl. Und ja, ist ja immer noch in gerade sehr, sehr vielen Kulturen auch etwas, was als... Nicht nur als heilig angesehen wird, sondern auch als... Ja, als eine wirklich große Zahl. Also wenn man sich anschaut, alle 7 Jahre haben wir einen neuen Körper. 7 ist... Die Anzahl der Wochentage, es gibt 7 Dragon Balls, also alle wichtigen Sachen sind irgendwie in 7 strukturiert, wenn ihr wisst, was ich meine. Ziemlich viel zumindest. Dass man deswegen gesagt hat, okay, deswegen sind die Leute zu 7 eben wieder zurückgekehrt. So, dann haben sie aber bedacht weitergemacht. Sowohl Windows als auch Mario Kart. Und dann dachten sie sich aber, Windows 9 klingt zu lame, machen wir einfach Windows 10, sodass alle da stehen. Hä? Aber es ist ihnen egal. Und ja, von daher, und ich meine, Xbox hat das gleiche gemacht. Also Microsoft. Xbox 360, Xbox One. Und Leute alle. Hä? Und von daher ist es nicht unbedingt nicht zuzutrauen, dass sie, wie gesagt, wenn sie den gleichen PR-Berater wie Microsoft haben, wirklich sagen, hey, Mario Kart 10, Mario Kart 9 klingt zu lame. Okay, gut. Aber, ja, von daher, ich habe keine Ahnung, was Mario Kart 9 heißen wird. Ich persönlich hoffe, dass sie sich wieder einen etwas cooleren Namen einfallen lassen, weil, gerade für Mario Kart, ich meine, in Spielen, die sich schon immer durchgezählt haben, finde ich es nicht unbedingt schlecht, gerade wie Mario Party. Und, weil man bei Mario Party ziemlich gut weiß, was gehört zur Hauptserie und was nicht. Die ganzen Handheld-Spiele haben dann andere Namen. Das ist, man weiß, okay, die zählen jetzt nicht zur Hauptserie, sondern sind in Anlehnung daran Spin-Off-mäßig andere Art Spiele. Das weiß man dann gleich. Aber bei Mario Kart, ich meine, das hat sich noch nie durchnummeriert. Und das erste Mario Kart hieß nicht mal Mario Kart, sondern Super Mario Kart. Von daher, ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, es wird nicht mehr Sinn ergeben, wenn das Super Mario Kart 8 oder so heißen würde, aber... Einfach nur Mario Kart 8? Weil es halt das 8. Mario Kart ist und das 7. Die Logik habe ich nie ganz verstanden. So, komm mal her, komm mal. Verdammt. Logik habe ich nicht so ganz verstanden. Von daher, keine Ahnung. Ich hoffe, sie geben einen bisschen besseren Namen.
Zweite Sache, es wird es noch für Nintendo Switch erscheinen. Viele glauben jetzt natürlich, der Fakt, dass wir schon Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch haben, würde bedeuten, dass wir kein Mario Kart 9 auf der Switch haben. Und das glaube ich nicht. Und ich glaube, man sollte das Nintendo jetzt auch nicht allzu schnell vorwerfen, weil ich glaube, dass sie was ziemlich Gutes gemacht haben, dass sie diesen Port gemacht haben. Zum einen haben sie, weil ich meine, das Ding bei der Switch ist halt, Waluigi. Die Switch hat schnell gute Multiplayer-Spiele gebraucht. Mario Kart 8 war beliebt und hatte doch ein paar Sachen, die man verbessern konnte. Also hat man bei dem Spiel, was man schon hatte, hat man einfach einen Port genommen, den Port verbessert und so ein sehr frühes Mario Kart ermöglicht. So, damit haben sie wie gesagt zwei Sachen gemacht. Erstens hat man relativ früh ein gutes Spiel für die Switch parat gehabt, auch ein gutes Multiplayer-Spiel, was viel von der Hardware gut nutzen konnte. Die doppelte Joy-Con-Funktionalität, die Funktionalität mit dem lokalen Modus. Man hatte gleich eine Online-Möglichkeit, sag ich mal. Und haben gleichzeitig das so gemacht, dass sie nicht übereilt an Mario Kart 9 rausgebracht haben. Einige sagen, Splatoon 2 ist so ähnlich wie das erste Splatoon. Das empfinde ich nicht so. Aber wenn sie es sagen, oder wenn sie der Meinung sind, ist es eigentlich höchstens ein Zeichen dafür, dass Nintendo sich bei Splatoon 2 etwas mehr Zeit hätte lassen sollen. Und genau das machen sie jetzt bei Mario Kart. Sie haben das jetzt rausgebracht und seht ihr hier überall nur eins, weil wir auf dezent gestellt haben. Sie haben eins rausgebracht und jetzt haben sie wirklich Zeit, in Ruhe zu überlegen, was sie in Mario Kart 9 wollen. Daraus jetzt einen Strick zu drehen und zu sagen, Nintendo macht das oder will nur die faule Art und Weise gehen, um uns einfach ein Mario Kart, was wir schon hatten auf der Switch, als das neue Mario Kart zu präsentieren, finde ich, wird ihnen nicht ganz gerecht. Wenn am Ende in 6 Jahren der Switch-Nachfolger rauskommt und wir kein neues Mario Kart haben, dann, hey, ich werde mich in eure Mitte versammeln und wir können uns gemeinsam über das fehlende Mario Kart auf der Switch und die faule Arbeit, die einfach nur aus dem Port bestand, aufregen. Solange das aber nicht der Fall ist, ja, sehe ich keinen Grund dazu. Und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass Mario Kart 9 erscheinen wird. Allerdings, wie gesagt, sie könnten sich zum einen Zeit lassen, weil einfach Mario Kart ist ein Spiel, gerade auf einer Konsole wie die Switch darf es einfach nicht fehlen. Und ich sage erneut, da wäre man wirklich unter Druck, da schnell was zu liefern. Deswegen habe ich eigentlich ziemlich große Hoffnung für das neueste Mario Kart. Nicht, dass ich da jetzt riesige Erwartungshaltungen reinstecke, aber ich habe doch wirklich Hoffnung, dass das sich einigermaßen gut anbieten wird am Ende der Tage. Und vielleicht sogar dieses so in die Schatten stellen wird. Ich könnte es mir wirklich vorstellen. Weil man jetzt eben, ansonsten müsste man spätestens 2018 eigentlich einen Release haben. Weil 2018 halt dann wirklich, da wird die Switch dann, kommt dann ins zweite Jahr. Und da müsste man dann eigentlich wirklich ein Spiel wie Mario Kart auf der Switch haben. So kann man locker bis 2019 warten. Und ich glaube auch 2019 wird ein gutes Jahr sein. Dann läuft die Switch schon einigermaßen. All die Leute, die Mario Kart 8 noch nicht auf der Wii U spielen konnten, haben es auf der Switch nachgeholt. Und das Spiel hat sozusagen seine Zeit ausgedient und jetzt kann was Neues kommen. Vielleicht kann man es schon, oder vielleicht kann man es schon bei der nächsten E3 teasern, sodass es dann eben März 2019 erscheint. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht macht, aber genau, das ist so ungefähr das, was ich erwarte von was Release angeht. 2019, so März, April. Und die Frage ist dann natürlich, was würde man im Mario Kart... Ja, natürlich muss das passieren. Was würde man im Mario Kart 9 denn anders machen? Und da bin ich ganz auf eure Ideen gespannt, weil ich meine, ich kann auch nur mir so und so viele Sachen ausdenken, die man wieder einführen würde. Und ich glaube, es hängt auch davon ab, wie sehr sie die Veränderungen, die sie hier gemacht haben, überzeugt haben. Zum Beispiel, dass man keine Charaktere freischalten muss. Ist das nur ein einmaliges Ding, weil die Leute eben Mario Kart 8 schon auf der Wii U hatten? Oder ist das natürlich die Route, die Nintendo in Zukunft immer gehen möchte? Weil man ja im Prinzip seit Mario Kart DS Charaktere freischalten musste. Gut, bei DS waren es jetzt nicht so viele, aber trotzdem. Und Mario Kart Wii, dann erst recht. Und von da an bei allen anderen, ihr wisst Bescheid.
So, oder lassen Sie das einfach? Das ist wirklich die Frage. Die andere wird sein, wie oder wo Sie damit hingehen möchten, dass die Nintendo Switch eben Handheld und Heimkonsole ist. Weil an sich, ich meine klar, das ist jetzt hier bei Mario Kart 8 auch schon und man nutzt doch im Prinzip beide Funktionen so ein bisschen. Aber, ich sag mal so, natürlich das Grundgerüst dieses Spiels ist für eine Heimkonsole konzipiert. Das wird auch der Port, da wird auch ein einfacher Port nicht wirklich viel dran ändern. Ist, als hätte man Mario Kart 7 stattdessen zur Switch portiert. Es hätte letztendlich nichts dran geändert, dass es ein Spiel war, was vor allem für Heimkonsolen konzipiert war. Für Handhelds. So, an sich gibt es ja keine so großen Unterschiede mehr dazwischen. Außer, dass man bei den Handheld-Spiel noch nie Bikes hatte, was sich jetzt geändert hat, definitiv, mit Mario Kart 8 Deluxe. Dass man zum Beispiel die Cockpit-Ansicht in Mario Kart 7 ein bisschen anders war. Aber ich glaube, da gibt es keine so großen Unterschiede mehr, weswegen ich jetzt erstmal nicht genau wüsste, was man damit machen sollte. Eine Sache jedoch, die natürlich das unterscheidet, ist das Download-Spiel. Weil bei Mario Kart 7 es eben natürlich möglich war, mittels Download-Spiel bekomme ich es durch die Mütze durch, andere das Spiel herunterladen zu lassen, sodass man dann praktisch über die Drahtlosverbindung des 3DS miteinander spielen konnte. So, aber der Switch, wenn man vielleicht denkt, das ist nicht wirklich nötig, weil wenn man auf jemand anderen trifft, kann man tatsächlich über den lokalen Modus schon spielen, allerdings brauchen da halt beide das Spiel. Und ansonsten kann man das allerdings auch so machen, dass sich zwei Leute hinstellen und beide ja einen Joy-Con nehmen und man so zusammen spielt. Allerdings, ich habe das bei der Gamescom ausprobiert, haben wir zu viertmal versucht, so Mario Kart zu spielen. Und es ist nicht mal das Problem, dass der Bildschirm so klein ist, sondern dass alles so krass spiegelt, weil einfach nicht vier Leute, also wie gesagt, die Screen-Größe ist nicht mal das Problem, sondern dass nicht vier Menschen hinter diesen Screen passen, sodass man in einer Position ist, wo man spielen könnte. Sondern manche müssen dann seitlich sitzen und dann kann man einfach absolut nichts erkennen. Das ist eigentlich das größere Problem. Deswegen, ich weiß nicht, sie haben jetzt wie gesagt andere Optionen, vielleicht kommt Download-Spiel zurück, vielleicht wird das eine der wenigen Sachen, die tatsächlich den Handheld-Modus so besonders machen, dass es sich lohnen würde, da was einzubauen. Und das dritte, und ich glaube, das wird die interessanteste, ja, fragen, wie machen sie es bei den Strecken weiter? Also ich glaube nicht, dass sie den Schlachtmodus wieder entfernen werden. Ich glaube nicht, dass sie einen auf Game Freak machen mit, ja, also in unseren normalen Editionen gibt es nie Move-Tutoren, aber in den Spezialeditionen gibt es dann immer die Move-Tutoren. Was im Übrigen eine ziemliche verarsche Game Freak ist. Bitte hört einfach auf damit. Ihr könnt gerne, solange es nicht so mega offensichtlich ist, versuchen, Geld zu machen. Ja, wir alle möchten Geld machen. Damit habe ich kein Problem. Aber bitte hört auf, es so extrem offensichtlich zu machen und immer mit dem gleichen Trick. Seid wenigstens kreativ. Wenn ihr es wenigstens kreativ anstellt, dann werde ich mich nicht mehr darüber beschweren. Aber für den Moment, hört auf damit. Jedenfalls ist das ja schon eine Sache, die man sich fragen kann, weil man hier tatsächlich nicht 32 Strecken hat, sondern 48 durch die DLC-Strecken. So, wird es wieder DLC geben für Mario Kart? Oder Mario Kart 9 in dem Fall? Ja? Vielleicht diesmal sogar kostenlos. Das ist halt wirklich die Frage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einen Season Pass machen. Was sie interessanterweise bei Mario Kart auch schon so gemacht haben, ohne es Season Pass zu nennen. Weil man da dann einfach diese Zusatzinhalte ab einem gewissen Punkt downloaden konnte. Und beziehungsweise sie kaufen konnte und dann, sobald sie verfügbar waren, wurden sie gedownloadet und hier, zack, haste. Deswegen, sowas könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man, es ist eine Möglichkeit, dass man es so macht, wie bei Splatoon, dass diese Inhalte scheinbar immer neu dazu kommen, was zumindest das Online-Fahren etwas vereinfachen würde, wenn alle die gleichen Inhalte hätten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man das tatsächlich wieder über einen Season Pass regelt. So, ich glaube aber nicht, dass man jetzt von Anfang an 48 Strecken hat und das der neue Standard wird. Ich glaube, man wird tatsächlich zu 32 zurückkehren mit der gewohnten Struktur. Weil, ich meine, auch diese neuen DLC-Strecken waren eben nicht in der Struktur drin, die man kannte. Mit 32 Retro-Strecken, 16 neuen Strecken, 16 Retro-Strecken. Sondern war mehr oder weniger kulturbunt gemischt, sage ich mal.
Und deswegen ist es, glaube ich, schon ziemlich Zeit. Nicht, dass ich sage, dass es nicht wieder DLCs gibt, die dann sowas Ähnliches machen. Wobei ich dann tatsächlich glaube, dass das andere Cups wären. Also ich glaube nicht, dass wir dann nochmal einen Triforce Cup und einen Crossing Cup sehen werden, sondern wir wieder in eine andere Richtung gehen. So, das gesagt, und das ist die Frage von vielen, gehen wir in ein Nintendo Kart über? Und diese Frage, meine Freunde, möchte ich lieber das nächste Mal beantworten, weil ich weiß nicht, wie lange wir hier noch dran sitzen werden. Weil ob wir Nintendo Kart in Zukunft sehen werden und ob das überhaupt wünschenswert ist, das ist doch eine Frage, die ein bisschen längere Zeit beansprucht. Und ist jetzt vorbei? Nein, hat sie doch verloren. Oh, der Mario ist echt ein Held. Aber was meine Idee zu Mario Kart 9 angeht, könnt ihr mir ja, wie gesagt, eure Eindrücke in die Kommentare schreiben, weil ich eben tatsächlich auch nur so einen großen Blick habe und ich vielleicht Sachen übersehen habe oder vielleicht auch schlimmere Sachen da sind, die ich, mit denen wir noch nicht gekommen sind. Deswegen. Aber okay, so, jetzt muss ich ihn gut rammen. Nein! Ich war gerade perfekt in Position! Wer zum Teufel war das? Waluigi, komm her! Oh, okay. Der ist jetzt ziemlich flix unterwegs. Ich hatte bisher echt... Also das ein Siegen, hatte ich bisher so ziemlich gar nicht. Es ist nicht gut. So, komm mal. Komm, bleib stehen. Er hat eine Banane in der Seite. Das heißt, ich kann ihn nicht von Tral rammen, aber so, von der Seite. Okay, ich brauche noch 5. Ich bleib hier oben. Hier oben bin ich echt am sichersten, weil... Nein, 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 nein. Oh Gott, sind da plötzlich viele. Nein! Das habt ihr nicht getan! Ah! Okay, ich glaube, also der Mario hat es gerade wieder jetzt hier vorhin bei einer Sekunde voll. Ich glaube, dieser Fett ist jetzt Ziel, oder? Yep. Yep. Okay, gut. Ich habe trotzdem gewonnen, oder? Nein! Oh, Mario. Na gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit des Bad. Mario Kart 8 Deluxe. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, damit ihr nichts verpasst. Und schließlich auf Patreon würde mich riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.